Hallo und herzlich willkommen zurück zur 51. Folge von Hydroneer, wo ich die Anlage mal anschmeiße und euch zeige, was ich hier... Ja, ich glaube, das war die längste Bauaktion, die ich in einem Spiel jemals hatte, um für euch ein Video zu bauen. Ich habe da wirklich sehr, sehr lange dran gesessen. Das kann man gleich auch wahrscheinlich an Cloud Earth sehen. Aber unsere Diamantenvereinzelung, wo viele sicherlich in den Kommentaren geschrieben haben, ich habe schon alles probiert, das funktioniert nicht gerade wohl. Vergiss es einfach. That's not me. Ich gebe eigentlich so gut wie nie auf. Kann man auch bei Sherlock Garderol in Garderol Plus demnächst da wieder begutachten. Weil ich denke, ja, Herausforderung ist was Schönes. Und ja, das ist meine Lösung hier. Ich erkläre sie kurz. Und ihr könnt auch sehen, mit was ich hier alles probiert habe, ne? Mit schiefen Rampen, mit Blöcken in den Klotz reinsetzen und keine Ahnung was. Letztlich, wahrscheinlich habe ich einfach nur eine Diode vergessen und deswegen hat es die ganze Zeit nicht so richtig funktioniert. Aber, so, was passiert hier? Die Diamanten laufen hier hoch und wir brauchen natürlich dann hier eine etwas andere Lösung, um die Dinger da rauszubekommen. Ansonsten ist das Prinzip gleich. Der Magnet verhindert das weitere Reinfallen, während die gepresst werden. Der Magnet und der Magnet ziehen die hoch und seitlich raus. Dieses Tor löst einen Impuls aus. Den Impuls habe ich stark verzögert. Na, seht ihr hier? Na, da kommt der Impuls aus dem Tor und dann geht er erstmal hier durch die ganzen Verzögerer. Und er wird umgewandelt von 1 in 0 und sendet eine 0 ins System. Und da habe ich die Dioden eingesetzt. Das hat letztlich das Problem gelöst. Und jetzt hat er gerade ausgelöst, warum auch immer. Ich habe doch auf 1000 stehen. Das ist doch kein 1000er Klotz dabei, oder? Obwohl. Das sieht schon fast so aus. Wir können mal gucken. So. Da müssen wir es nochmal höher stellen. Ja, die Sachen kommen halt hier reingelaufen und bei entsprechendem Gewicht löst das Ganze aus. Dann werden die hier die weiteren Reinfallenden werden zurückgehalten. Ansonsten würde Folgendes passieren. Die Kleinen würden weiter reinlaufen, würden auch vom Magneten angezogen und würden auch dann direkt ausgeliefert. Das wollen wir ja nicht, ne? So, wie viel haben wir jetzt an Gewicht? Das waren noch keine 1000 zusammen. 48, keine Ahnung. Da ist also vielleicht doch noch irgendwas falsch, Leute. Oh Mann. Aber vom Prinzip her funktioniert's. Ist ja wieder ausgelöst. Huh. Ich bin verwirrt. Ah, ich habe vielleicht... Ja, ich habe auf 1000 gestellt. Ich habe noch nicht abgesendet. Das wird es gewesen sein. Pass auf, wir stellen auf 1000. So. Ja, solche Sachen dürfen natürlich nicht passieren beim Vorführen. So, wir packen den mal wieder drauf. Aber ihr seht ja auch im Prinzip schon, dass es funktioniert. Ich habe das allerdings mit den... Ich habe da oben einen kleinen Eimer stehen. Das können wir jetzt mal ein bisschen ausprobieren hier. Und ich habe eine zweite Sache gebaut. Und wir wollen natürlich gleich gucken, wie viele Cloud-Erz haben wir denn jetzt angesammelt in der ganzen Zeit, in der ich hier so lange rumgemacht habe. So, guck mal kurz, ob es wieder bei 100 umspringt. Und ihr seht, ich habe überall die Kontrollzähler, weil ich habe immer wieder geguckt, welches Signal liegt jetzt wo und mit den Lampen. Ja, da konnte man zwar teilweise was sehen, aber man konnte natürlich nicht richtig sehen, was ist jetzt wirklich der Grund, ne? Und ja, das ging dann hinterher. Ich weiß gar nicht, wie groß dieser große war. Aber ich hoffe, unter 1000. Ja. Gut, dann schmeißen wir jetzt erstmal jetzt einen kleineren hier rein. Und das scheint ja hier größere zu sein. Eigentlich scheint das alles größere zu sein, ne? Heieiei. So, jetzt hat es auch ein großer, ne? Ach komm. So.
Da kommen jetzt Größe und ihr seht es, es läuft hoch. Da ist noch ein bisschen Platz. Gut. Ja, und ich bin da wirklich sehr, sehr stolz auf dieses Bild, weil, wie gesagt, ich mag das ja, dass man sich so Sachen dann selber erarbeitet. Und ja, wie cool es dann eigentlich ist, wenn es dann funktioniert, ne? Wenn es dann funktioniert, das ist wirklich... So, 300. Da geht also noch ein bisschen was. Ich glaube, der rote große ist der, mit dem wir dann hauptsächlich dann... Habe ich immer ausgelöst. So, gucken wir mal, ob das stimmt. Ah, oh, da kommt das Cloud Air schon. Sehr gut. Ich habe zwischenzeitlich übrigens auch neue Repair Kits gekauft. Die sind nämlich auch ausgegangen, logischerweise. So, jetzt gucken wir mal. Zack, er löst aus. Und ihr seht, hier hinten, da, irgendwann sind die zurückgezogen worden, damit die nicht reinfallen. Und jetzt wird er wieder released. Und ist wieder bei 800. Das ist natürlich, jetzt haben wir dann sehr unausgewogene Klunker von der Größe her, aber ja, im Prinzip sagt uns das, wir können jetzt die ganze Anlage hier auch anschließen an die Förderbänder. Und dann können die Diamanten auch jetzt ins Lager laufen. Ja, also das hat richtig Spaß gemacht, da zu knobeln und herauszufinden, wie lösen wir das, nicht aufgeben, immer weitermachen. Ich glaube, wenn es was in meinem Kanal gibt, was ich euch immer wieder zurufen möchte auch, ich meine, ich habe auch, ne, ihr wisst, dass es Dinge gab, die meinen Lebenslauf beinahe ruiniert hätten, weil es Dinge gibt, die kann ich nicht, die kann ich gar nicht. Und ich habe auch nie aufgegeben und ja, das ist vielleicht auch eine schöne Story, ne? Wenn man das mit dem Spiel wieder verknüpfen kann. Ich hätte auch sagen können, na, ich habe dieses 100 Mal probiert und es geht nicht. Nein, ich habe immer weiter gefummelt und gemacht und es sieht jetzt auch eigentlich relativ simpel aus. Aber, na, bis es dann Klick macht, das kann dauern, ne? So. Alright. Ja, und dann habe ich noch was gebastelt. Das ist noch eine Kleinigkeit. Und zwar ist mir mittendrin Folgendes passiert. Es fing immer mehr an zu laggen und ich dachte, was ist denn jetzt los? Sind zu viele Sachen jetzt schon im Bunker? Das wäre enttäuschend, weil wir wollen ja dieses Feeling haben, dass wir das wirklich sehen können, was hier im Bunker abgeht, wie viele Sachen da schon drin sind. Und das können wir uns auch gleich mal angucken. Wir gehen mal kurz eine Runde schlafen und ich trinke mal eben einen Schluck. Übrigens, Garderobe Plus gibt es für eine halbe Packung Kaffee. Einen ganzen Monat lang. Gerne mal testen. Kannst auch einfach nur einen Monat testen. Und mich unterstützen. Und da kommt auch der Großteil bei mir an und nicht bei MOS-Konzert. Guckt euch das mal an. Ja, und hier ist leider noch nichts drin. Das werde ich jetzt als nächstes machen, dass ich die... ja, wahrscheinlich den Clautium-Sortierer dann als erstes baue, weil da wissen wir dann sofort, wie viel stellen wir dann auf 300 oder so oder 310 zur Sicherheit. Und dann wissen wir halt auch sofort, wie viel haben wir. Wo ist denn das? Dann kommt mir hier nichts an. Hä? Das Band steht still. Ich nehme an, hier kommt nichts an, weil das Band still steht. Ah, für dieses Band ist es wirklich viel zu weit und wir müssen bei dem Band auf jeden Fall müssen wir eine Verstärkerkammer einbauen. Ei, okay. So, was ich eben erzählen wollte. Es fing gerade an zu lecken und ich habe nicht gesehen, warum leckt es denn eigentlich. Und dann kam ich hier vorne beim Gold vorbei und da hingen so ein paar Golddinger. Da hingen so ein paar Goldklumpen, hingen am Magneten dran. Und dachte, ja gut, das kann es nicht sein, aber stimmt aber nicht. Und dann kam ich hier an und es hing alles voll. Eine riesengroße, wie so ein ekelhaftes Wespennest hing hier alles voll. Und ich dachte, was ist denn das hier? Und ja, der Schmelzer war kaputt. Und da habe ich nicht drauf geachtet, ne? Dann ist es einfach kaputt gegangen. Und ja, das war das Problem. Und dadurch
ist es nicht weiter ausgelöst, weil wenn der Schmelzer kaputt ist, dann nimmt er, dann löst er die Barre nicht aus. Deswegen habe ich jetzt hier eine Vorrichtung gebaut, die hier den Zustand des Schmelzers misst. Und wenn der unter 50 fällt, geht die Lampe an. Ich kann es mal kurz zeigen. So. Wenn es jetzt unter 80, dann geht die Lampe an. Das heißt, oder wir können es eigentlich auf 30 stellen oder so. Und sobald es dann unter 30 fällt, geht die rote Lampe an und ich weiß, ich sollte mal dringend reparieren. Ja? Eine sehr simple Konstruktion. Laser, dann hier Komparator, dann hier oben Multiplikator. Da wird im Moment der Wert 0 ausgegeben durch den Komparator hier. Also wird 0 wird hier reingegeben und hier wird der RGB-Code für Rot eingegeben. Und 0 mal den RGB-Code für Rot ergibt 0. Sobald das hier aber die Bedingung wahr ist, wird eine 1 ausgegeben. Und einmal der Code, 255, was sind das? 255 Millionen, wird an die Lampe rausgegeben. Dann wird die Lampe rot. Ganz simple Konstruktion. Sehr einfache Wirkung. Gut. Wir wollen natürlich jetzt wissen, also ich möchte das zumindest wissen, wie viel Cloud-Erz haben wir denn jetzt hier rausbekommen in der ganzen Zeit? Ich habe gar keine Ahnung. Deswegen packen wir das erstmal auf unseren LKW und fahren in die Stadt um. Ich glaube, Kreuzungen haben wir noch genug, gerade Bänder zu kaufen. Da würde ich jetzt wirklich sagen, wir machen das auch so, dass wir die vielleicht mit einem Wagen verladen. Und dann können wir nämlich den gesamten Wagen da runterfahren und müssen nicht mit dem Treppenraum runterlaufen. Und können dann mehrere Bänder aufstellen. Und hier sind auch direkt die Korken mit drauf. So. Brauche ich da noch irgendwas? Nee, ne? Wir brauchen eigentlich nur die Maschinen, die wir dann craften. Und die Förderbänder. Ich weiß natürlich nicht mehr, ob wir überhaupt noch Gold genug da unten haben, denn wir müssen auch langsam mal wieder irgendwas craften. Oder Hydro-Coins. Ich sag immer Gold, aber ihr wisst ja, was ich meine. Und das hier ist mein verbliebener kümmerlicher Rest. 13.577. Eieiei. So, wie kriegen wir die denn jetzt hier am besten? Das habe ich mir schon gedacht. Möglicherweise geht das gar nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. So viel brauchen wir denn wohl? Wie viel können wir uns überhaupt noch leisten? Tausende. Okay. Das geht ja noch. Okay. So, und dann, ja, ihr wisst es schon, einfach so hier drauf, dann dreht sich der Wagen, nicht erst noch um. Und dann brauchen wir natürlich noch gerade Rohre. Ach so, genau, hatte ich das da schon mal gezeigt. Das ist natürlich hier mit dem Wagen, das ist natürlich Exquisite Chacuzel Deluxe, ne? Pass auf, einfach hier draufstellen. Ich glaube, das habe ich schon mal gezeigt, ne? So, hier. So vielleicht, okay. Wenn wir jetzt gerade Rohre brauchen, für unten, machen wir einfach den hier. Oh. Gut. Und wir brauchen noch einen Clausium-Druckbehälter oder zwei oder drei. Für die hinteren Bänder. Und für unten. Kurven hatten wir ja noch. Habe ich noch irgendwas vergessen, was wir brauchen? Ich glaube nicht, ne? Alright, dann wieder der Trick. Rückwärts ran, damit wir nicht erst wieder stundenlang orgeln und drehen müssen. Zzt. Oh oh. Ja, also. Es ist wirklich, dass wir jemals hier irgendwie wieder. Wisst ihr noch, wie ich sagte, so. Oh, hier. Oh, jetzt sind wir aber arm. Jetzt müssen wir aufpassen, was wir einkaufen. Ja, scheiße. Eieieiei. Ja, ich hoffe, das reicht dann erstmal für die
für die zwei. Ich meine, wir können, glaube ich, oben bei den Stromdiamanten-Dingern, wie auch immer die richtig heißen, da können wir es, glaube ich, so machen, dass wir die... Da würde ich gleich mal den messen, wie viel da jetzt in der ganzen Zeit, wo wir das haben, rausgekommen ist. Und dann würde ich den vielleicht auf 10.000 oder so stellen. Damit wir möglichst gleich große haben, aber auch immer genug, um alle gleichzeitig auszutauschen und aufzufüllen. Wisst ihr, wie ich meine? Wisst ihr, wie ich meine? Weil ich glaube, das macht am meisten Sinn. Tja. Und jetzt sind wir, glaube ich, alle gemeinsam gespannt. Du, ich und alle, die dieses fantastische Video schauen. Wie viel Tier 2 Ernte wir jetzt daraus bekommen. Ich bin gespannt. Was tippt ihr? Also es war wirklich fast den ganzen Tag davor gesessen. Jetzt ohne Mist. In Meetings gefummelt, in Besprechungen. Während ich nicht gekocht und geschlafen habe, habe ich davor gesessen und versucht, das rauszufummeln. Was tippt ihr? Ich tippe... Also es war schon echt langsam, aber wir haben jetzt ja auch schon 4 Ernter da unten stehen, ne? Also von der Zeit her war ich mit den Förderbändern ungefähr die Hälfte davon beschäftigt. Dann müssten es 2 sein. Es ist aber noch einer dazugekommen. Wir waren schon knapp drüber. Ich sag mal 3. 3 Stück, sage ich, kriegen wir raus. Wenn überhaupt nicht genug Eisen da haben, das wäre ja natürlich auch nicht. Also bei 3 wäre ich schon happy. Und das wäre ja auch eine Verbesserung, ne? So, wir schmeißen rein. Dann haben wir... Oh, wir haben noch einen Rest hier. Ja, mit dem Rest lege ich mich fest, es sind 3. Eisen hatten wir genug, ne? Haben wir gesagt. Nicht, dass es daran liegt. Nein! Nein! Ach komm! Ernsthaft? Es... Nein, komm, Leute. Das habt ihr euch doch ausgedacht. Das habt ihr euch doch ausgedacht. Ich... Ich gehe mal eben Eisen holen. Ich habe schon wieder die Anlage laufen lassen, während wir hier unterwegs sind. Risky, risky. Aber sollte ja eigentlich funktionieren. So, jetzt haben wir erstmal den. Das sind 6.000, das ist gar nicht mal so viel. Aber irgendwo war hier noch ein Riesenbarren drin. Und jetzt machen wir erstmal Folgendes, bevor ich hier durchdrehe. So. Alright. So, und dann haben wir nämlich auch mal hier diesen ganzen Müll, der sich hier angesammelt hat. Mal rechts und links, den haben wir auch mal verschwinden lassen. Ich überlege nur gerade, wie bauen wir denn jetzt diese zusätzlichen Druckkessel ein. Huh. So, wie viel haben wir jetzt? 19.000, das sollte ja für die paar Dinger reichen, die wir bauen wollen. So, dann schauen wir mal. Nummer 2. Alter, welcher Reihenfolge wird eigentlich da irgendwie sortiert? Auf welcher Seite das landet? Frag für einen Freund. Bei ihm war es doch andersrum, ne? Gut, kriegen wir noch einen dritten raus. Also der Barren sah groß genug aus. Okay, es kann jetzt am Eisen liegen. Ja! Da ist Nummer 3. Sehr gut. 3 Stück. Kriegen wir doch einen vierten raus. Der Barren sieht immer noch groß aus. Ich meine, es müssten nur 300 sein. Nur in Anführungszeichen. Weg mal. Eine Erweiterung um 3. Ja! 4. Kriegen wir noch einen raus. Wir schauen mal. Ich glaube, ich habe jetzt den großen Stahlbarren erwischt, zwischenzeitlich. So.
Ich bin gespannt. Okay. Aber Wahnsinn, Leute. Das heißt, wir können unsere Anlage wahrscheinlich den ganzen Gang jetzt durchbauen bis zum anderen Ende. Und natürlich, das mache ich jetzt noch, damit ihr natürlich für das belohnt werdet, dass ihr bis zum Ende dran bleibt, wie sich das gehört, ne? So. Eins. Zwei. Ja, das ist jetzt wiederum eine deutliche Steigerung. Bin ich mal gespannt. Das heißt, es wird höchste Zeit, dass ich jetzt die anderen Sortieranlagen noch baue, damit das auch alles schön sauber läuft hier. So. Gut, dann nehmen wir auch wieder eine Wanne mit, weil die hat sich ja jetzt doch als, soll ich sagen, relativ hilfreich erwiesen. Und nachdem ich ja jetzt irgendwie gefühlt, es ist schon so, seit diese 10 Folgen darüber predige, Leute, wir brauchen auch mal so eine Wanne, weil eine Wanne wäre ja ganz praktisch. Sollte ich jetzt nicht wieder hier die Wannen hier runterschleppen und dann hier stehen lassen. Und am Ende fehlen sie uns wieder. Gut. Ja, das heißt, wir können jetzt das unten in Betrieb nehmen. Da bin ich ja froh, dass ich reichlich eingekauft habe. Sonst hätten wir möglicherweise jetzt doch nochmal wieder zu wenig gehabt. Was natürlich sehr cool wäre, das ist mir gerade so durch den Kopf geschossen, wenn wir mit dem LKW unten in die Mine fahren können. Aber das ist halt, das nee, oder? Da wird es ja keine Art von Rampe geben, die mir jetzt einfallen würde, wie man das optimieren könnte. Das glaube ich nicht. So. Fahren wir mal hier zu der Luke. Okay. Und dann nehmen wir jetzt erstmal die Sachen mit runter. Zip. Ich glaube, das ist besser als jedes Mal neu laufen, oder? Das klang gerade so, als wären die Sachen auf den Boden gefallen. So, dann gucken wir jetzt erstmal, wie weit wir kommen mit den... Vier neuen Erntern, Leute. Vier Stück. Eins. Eventuell müssen wir da schon die zweite Reihe anfangen. Das überlege ich gerade. Diese Energiekristalle verbrauchen sich auch sehr langsam, ne? Das ist auch sehr gut. Und irgendwann, wie gesagt, kippt es ja, ne? Und dann haben wir, glaube ich, auch das Spiel erstmal, wie sagt man, reichlich gespielt, aber bis dahin haben wir noch sehr viel Gang hier zu bearbeiten, sag ich mal. So. Da war noch ein. Gut, dann brauchen wir hier die geraden Kurven.
Den werden wir auch noch irgendwo. Die könnten wir hier bei den Übergängen halt Die könnten wir bei den Übergängen verwenden, ne? Ich glaube, die habe ich jetzt wirklich genug. Ich habe ja jetzt nicht damit gerechnet, dass wir wirklich so viele neue kriegen. So, andersrum. Zack. Sehr gut. Also ihr seht, ne, auch als ich oben die Förderbänder gebaut habe, das geht schon relativ gut von der Hand hier. So, und dann brauchen wir noch... Abzweigung. Und nochmal gerade Stücke. Die geraden Stücke kommen... Ah, die Lampe ist im Weg. Ist natürlich blöd. So, die kommen hier zwischen. Oh. Passt. So, da brauche ich noch ein paar Abzweige. Davon hatten wir ja zuletzt reichlich hier rumliegen. Oder auch nicht so reichlich. Obwohl, doch hinten zwischen den Bändern habe ich so viele gebraucht. Weil ich ja dachte, ich musste irgendwie die... Ich muss da irgendwie mehr Abzweigung machen oder rauf, runter oder irgendwie so. Da habe ich auch ein bisschen drum experimentiert. Hier hinten müssten noch so einige liegen. So. Ja, ihr habt euch bestimmt auch schon gefragt, ne? Wie wird das aussehen, wenn man so lange Bänder baut, wie wir dann oben zu den Silos gebaut haben? Ob es dann irgendwann stehen bleibt, dann haben wir unsere Antwort, ne? Also zu lange Bänder bleiben wirklich irgendwann stehen. Was heißt, wir sollten auch eine clevere Lösung finden, wie wir die jetzt dann nochmal wieder powern. Die anderen Bänder sind wahrscheinlich auch betroffen, ne? Also das zweitlängste hier ist jetzt, das ist jetzt noch gar nicht angeschlossen. Wenn das angeschlossen wäre, wäre wahrscheinlich auch betroffen. Also brauchen wir eine clevere Lösung, wie wir die jetzt... Dann nochmal mit Energie versorgen. Ich habe da auch schon eine Idee für eine clevere Lösung. Das kann ich ja dann auch mal bauen. So, und dann fehlt uns noch eine Kurve. Haben wir noch eine Kurve? Nein. Wir haben es gleich, Leute. Wie gesagt, extra lange Folgen in letzter Zeit. Danke der Unterstützung von Gardero Plus, wenn ihr das auch unterstützt wollt. plus.gardero.de, der Link in der Videobeschreibung. So. Du Henner. Ah, noch eins. Okay. Und dann nehmen wir die Anlage im Betrieb. Fast eine Verdoppelung, ne? Muss man auch sagen. Guckt euch das an hier. Wie schön das aussieht. So, wir hatten bis jetzt 5. Ja, und weil ich so viel an dieser Diamantenanlage gebaut habe, 6, 7, 8, 9. Die hinteren werden wahrscheinlich ein bisschen weniger produzieren, weil hier auch schon der Leitungsdruck viel geringer sein dürfte. Wir können den ja mal lesen. Und dann gucken wir uns gleich oben an, wie das aussieht jetzt. Oder 88, okay. Doch, jetzt ganz schnell nach oben.
Er wird auch den Unterschied sehen. Zwischen vorher und nachher. So, das ist noch Standard hier. Ist auch schon relativ langsam, ne? Wir könnten eigentlich auch hier, bevor die Bänder hier oben noch weiterlaufen, aber hier unten ist ja auch schon ein Kristall wieder drin. Das passt ja eigentlich. So, und jetzt kommen so langsam die, wahrscheinlich wo die Anlage zugeschaltet wurde. Ja, hier, jetzt geht's ab. Guckt euch das an. Hei, 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 hei. Oh, ist das toll. Oh, Wahnsinn. Klauterz. Sehr gut. Das Ding läuft auch noch. Fantastisch. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, da würde ich sagen, belassen wir es an dieser Stelle. Und ich werde da mal eine clevere Lösung bauen, wie wir die... Oh, guckt euch das an. Eine clevere Lösung bauen, wie wir jetzt die Bänder dahin wieder in Betrieb nehmen. Die schlaffen nämlich nach hinten ganz schön ab. Ja, das ist halt, wenn was zu lang ist, dann ist irgendwann am Ende kein Druck mehr drauf. Was nehmen wir hier? Weniger, weniger. Bis wohin sind sie gekommen? Bis hier. Ja, und da habe ich auch eine Idee, wie ich das so hinbekomme, dass wir das möglichst so clever anschließen, dass wir clever sind. Ach, guck mal hier, ein Goldbach. Da ist ein Goldbach unterwegs. Ach, schön. Ja, läuft, Leute. Also, besten Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich gehe jetzt ein leckeres Essen machen. Und danach machen wir noch eine letzte Folge für diese Staffel. Und dann gucken wir mal, wie es mit Hydronia weitergeht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.